Okay, da waren wir als letztes. Dann gehen wir mal hier lang. Für nur jemand. Gescheitert? Ne. Dann haben wir den Raum aber auch schon mal cleared. Das heißt, wir können jetzt nur noch nach da, richtig? Ganz ungünstig für dich so eine Situation hier natürlich. Krass auch, dass ich. Stiefel. So, was können die denn? Protection resist cold. Du hast noch gar keine Stiefel, ne? Oh, du bist doch eine arme Sau. Jetzt, wo du auch ein bisschen Damage machst, ist ja gar nicht so schlecht. Selbst vielleicht auch mal ein paar Sachen kriegen. Ich würde gerne mal Sachen verticken irgendwie. I don't know how to do this. Can't reach. Wieso geht man nicht so? Aber manche Viecher hauen so derbst rein, ich verstehe es gar nicht. Okay, das heißt, ich habe da mit hinten was aufgemacht und zwar genau hier in diesem Raum. Ich würde mal einmal so testen, ob wir. Verdammt! Sie ist weggerannt. Get the boots und
So, hier muss ich auf jeden Fall. Warte mal, hier war noch jetzt irgendwo. Hey. Okay. The Philosophy. Wo habe ich das denn jetzt gemacht hier? Damn it. So, dann gehen wir. Sleep well, good night, guys, ladies and gentlemen. So. Achso, warte mal, die haben ja schon wieder Level geupt hier. Damn it. Ich hätte noch ein bisschen mehr in dein Dings reinstecken sollen. Und du hast Energy, Dexterity. So. Fire Magic. New Spell. Brauche nicht. Spellcraft. Energy. Hier habe ich noch zwei. Power. Und du? Wie sieht's bei dir aus? Ice Magic. Okay. Dann sprechen wir nochmal. Und dann geht's weiter. Das Komische ist nur, dass ich der Meinung war, ich hätte da irgendwie. Ah. Achso, mit diesem Ding mache ich jetzt da die Wand nämlich auf, oder wie? Nehmen wir nämlich die Fackel nicht hier auch gleich. Öffnen mal das Ding. Ah, hier ist nämlich. Auch gar nicht so viel ausgemacht, zwar über Damage. Ich muss so wirklich aus viel aushalten halt. Secret found. Skull. Heavy Armor. Der hat schon. Der hat Protection, mein Helm schon. Aber ich will irgendwie wissen, wie man das Zeug mal verkauft. Das wäre mal überinteressant. Oder irgendwie klein machen, irgendwie wiederverwerten, was auch immer. So, wir haben auf jeden Fall einen Key gekriegt. Wo war denn jetzt nochmal die Keytür? Okay. Von daher sind wir gekommen. Ups. Aber wo war die Keytür? Oder mussten wir jetzt dann noch mal nach unten? Puh, dass ich jetzt so genau wüsste, wo war denn das jetzt? So, hinten in diesem einleuchtenden Raum und der. Guck mal, was wenn die Fackel eh nicht die ganze Zeit. Und du Schnecke! Deswegen hört sich das immer an, diese Schnecke. So. Und zwar war das dann doch hier? Nein. Aber warte mal, irgendwo war das doch hier.
Ich glaube hier, oder? Ah, hier. Show me what you got, show me what you got, show me what you got, got. Okay. Okay, da kommen wir da dann wieder zurück. Und das heißt, das hier ist neu. Da kommen wir her, Bursche. Gut aus. Oh! Sehr schön, die machen übrigens jetzt Damage. Schnecke. Ich will mal einmal ganz kurz noch mal schauen, ob wir irgendwo. So, ich habe mich die ganze Zeit nochmal informiert, wie das dann früher damals gewesen ist, oder wie es überhaupt hier in dem Spiel ist. Wie es aussieht mit den ganzen Items, die ich mit mir rumpuckel. Also theoretisch ist es halt einfach, glaube ich, useless, das ganze Zeug mitzuschleppen. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie es früher gewesen ist. Von daher dachte ich, okay, es macht vielleicht Sinn, da Items mit sich rumzutragen, die. Ja. Weil man die vielleicht irgendwo verkaufen kann. Aber das heißt wohl, dass ich meine Leute von ihren Lasten befreien kann. So sieht das nämlich aus. Das ist schon leicht drin, aber die kann ich da nicht rauspulen. Ist ja blöd. Was will er jetzt wieder? Only a patient man can be. Aha. Ah, hello. Is it you, my friend? Und wie das Secret. Was habe ich jetzt gefunden mit dir hier? Woodbox. Oh. Healing Potion, Scroll of Poison Shield, Earth Magic, ah damn. Dry Protection, Fall Protection, and it's a healing pot, but we'll have to carry this. So, warte mal, aber dann kann ich doch die Brust dem hier geben schon mal. Zack, dann kannst du doch diese Brust.